Barbara Kaltenhauser, Gratulation zum Sieg. Was für ein Rennen, letzten Endes doch deutlich abgesetzt, obwohl es sehr, sehr eng war, das ganze Rennen durch. Also wie gesagt, ich habe damit überhaupt nicht mehr gerechnet. Ich bin ja die mehrere Zeit vom Rennen auf Platz 3 gefahren und ja, umso glücklicher bin ich jetzt. Ich denke, ich habe mir es richtig eingeteilt. Ich bin am Anfang nicht mitgegangen mit denen zwei. Es war brutales Tempo, was die vorgelegt haben und ja, es ist wunderschön, jetzt das zweite Mal da zum Gewinnen. Wo war denn dann die Entscheidung? Die Entscheidung, die war also auf die Grenzländerverena, auf die Zweitplatzierte, das ist eine österreichische Staatsmeisterin, war es nach Hallstatt an dem Anstieg. Und die erste Dame, das war, ich weiß gar nicht, wie der Berg heißt, nach Gosau da, ja. Dem Anstieg drin, genau. Wie hart war es, der Regen, es ist ja auch relativ viel. Es war total hart, ich habe mir unter dem Rennen jetzt die letzten 20 Kilometer immer eine Sauna oder eine Badewanne gewünscht, ich bin echt fix und fertig. Ich trenne nur mehr wenige Meter von der Sauna oder von der Badewanne. Genau, danke, das werde ich jetzt nutzen. Herzlichen Glückwunsch, danke.